Das sind Benjamin und Susi. Beide haben ihre Fahrräder sehr lieb. Nach jedem Reit werden sie deswegen gründlich geputzt. Benjamin investiert viel Zeit und Mühe, um sein Rad immer blitzblank zu bekommen. Er bürstet, putzt, schrubbt, wischt und poliert, bis alles wieder funkelt. Susi hingegen nutzt Dr. Wax Expressreiniger, ideal für nicht ganz so stark verschmutzte Bikes. Sie spritzt und wischt einmal drüber und im Nu ist das Bike wieder sauber. Während Benjamin noch fleißig putzen muss, kann Susi schon wieder biken gehen. Hallo liebe Freunde, heute zeige ich euch, wie man ein Fahrrad richtig sauber macht. Dazu habe ich den F100 Fahrradreiniger. Durch seine Gelformel tropft er nicht und ist äußerst materialschonend. Und für größere Fahrräder fülle ich den 2 Liter Kanister in den Drucksprüher um. Und jetzt einfach pumpen und sprühen. Habt ihr das Rad komplett eingesprüht, lasst es einfach 5 bis 10 Minuten einwirken. Habt ihr den Reiniger ordentlich einwirken lassen, spült ihr das Fahrrad einfach gründlich mit einem Gartenschlauch ab. Natürlich dürfen wir auch die Kette nicht vergessen. Dazu benutzt ihr einen Kettenreiniger. Spült den auf die Kette, lasst ihn 5 bis 10 Minuten einwirken und spült die Kette danach ab. Mit dem Schutz- und Pflegeöl schützt und pflegt ihr euer bestes Stück. So macht ihr euer Schätzchen richtig sauber, dann ist es wieder bereit für den nächsten Ritt.